Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Freie Bahn anzunehmen bei Dashar im Nethersturm an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war den Prototyp testen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5. Also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber euch auch in BC Classic helfen. Man muss hier in dieser Biokuppel einfach nur diese Raptoren töten. Und zwar ganze 12 Stück. Oh je. Mal schauen, ob das flott geht. Könnte sein, dass wenn ihr die Quest in BC Classic macht, ihr ein bisschen diese sichere Raptoren suchen müsst. Weil vermutlich mehr Leute diese Quest machen werden. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung, vielleicht ist auch niemand hier. Das Ganze ist sehr abgelegen. Und anscheinend machen diese Raptoren nicht so viel Schaden. Zumindest nicht in WoW Retail. BC Classic müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Aber für mich ist es von Vorteil, denn dadurch muss ich keinen Schnitt machen. Ich hau die Raptoren ziemlich schnell um. Und kann gleich weitermachen mit der nächsten Questaufnahme. Oh oh, hier ist Tyrannus. Okay, Tyrannus ist keine Elite. Sehr gut. Hole wieder 3 Mobs. Oder 4 Mobs, 5 Mobs. Mal schauen, was auf dem Weg so ist. Da ist auch noch einer. Mein Bett hält genügend aus. Und wie gesagt, ich würde es an eurer Stelle nicht in BC Classic versuchen. Das Ganze ist auch kein Guide dafür, wie ihr die möglichst schnell die Mobs zusammentötet. Sondern wo es die Mobs zu finden gibt, wo man die Quest annimmt, wo man die Quest abgibt. Und jetzt brauche ich nur noch 2 Mobs. Das ging echt schnell. Oh, das gefällt mir. So. Der große Dino. Oh, jetzt habe ich dreimal den gleichen Skill gedrückt. Recht als Dothexenmeister. Und da habe ich die 12 zusammen. Wow. Ich bin begeistert. Level Up ging es auch, der war aber nicht so wichtig. Ah, kann hier noch looten. Naja, nichts super Tolles dabei. So. Quest ist abzugeben bei Dashar. Im Nethersturm. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. iZocker, Ende.